Es wird für die Freien Wähler natürlich schwer werden, gegen eine absolute CSU-Mehrheit Themen durchzusetzen. Aber ich glaube durchaus, wir haben es auch bewiesen bei der Abschaffung der Studiengebühren. Wir können es auch über Bande machen und wir werden die CSU auch vor uns hertreiben, selbst wenn sie die absolute Mehrheit hat. Als parlamentarischer Geschäftsführer hat man so die Aufgabe, dass man die Fraktionsinternas koordiniert, auch mit den anderen Fraktionen auch abstimmt, dass man die parlamentarischen Abläufe koordiniert und dass man im Grunde schaut, dass die Fraktion sozusagen im Gleichklang läuft. Und das ist so ähnlich wie bei einem Flugzeug. Das hat auch verschiedene Motoren und da müssen halt die Motoren aufeinander abgestimmt sein, dass sie so die gleiche Schubkraft entwickeln können, damit man einfach schneller, besser und weiter nach vorne kommt. Und das ist so die Aufgabe, die man hier hat. Und ja, wir waren in den letzten Jahren schon ganz gut und jetzt geht es so ans Feintuning der Motoren und dass wir da einfach noch mehr Schubkraft entwickeln und sozusagen vielleicht das nächste Mal auch die zweitstärkste Fraktion im Landtag werden. Ich freue mich ganz besonders, dass ich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende hier Verantwortung mit übernehmen kann. Es wird eine gute Aufgabe im Team sein. Diese Schwerpunkte haben wir uns gesetzt. Wichtig für mich ist, dass wir die ganze Arbeitskreisthematik mit begleiten, dass ich die parlamentarischen Initiativen mit begleite und dass ich auch ganz gezielt die Fraktion vor Ort mit vertrete, weil wir hier doch ganz viele Freie Wähler an unserer Basis haben, die immer noch zu wenig kommuniziert bekommen haben, was die Fraktion tatsächlich hier im Bayerischen Landtag tut. Es freut mich sehr, dass die Fraktion mir heute diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen hat und ist natürlich schön, dass ich für die Unterfranken, Mittelfranken und für meine Oberfranken natürlich hier die Stimme Frankens im Vorstand erheben darf. Wir haben überhaupt, denke ich, das ganze Tableau Bayerns gut besetzt im Vorstand. Es ist die Oberpfalz vertreten, es ist Niederbayern vertreten, es ist Schwaben vertreten, was ganz wichtig ist für die Herausforderungen der kommenden Jahre. Und meine Aufgaben werden sein, in Zukunft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig zu sein, für das Verkaufen unserer guten Ideen. Und darauf freue ich mich einfach, dass wir noch mehr nach draußen mit unseren kommunalen Ortsgruppierungen, mit unseren Verbänden draußen, mit den Bürgern hier in Kontakt treten. Und das ist so mein Schwerpunkt der nächsten 5 Jahre. Ich möchte Zusammenhalt bringen in der Fraktion. Ich möchte die Kommunikation auch verbessern. Meine Themen werden wie bisher natürlich auch weiterhin im politischen Bereich die Gesundheitspolitik bleiben, auch die Sozialpolitik.